Tag, Frau Müller. Ja, genau. Hallo, grüßen Sie. Hallo, das ist meine Tochter Lea. Hallo. Hallo. Ich bin die Sabine Decker, grüß dich. Hallo. Ich wollte dich ja gerne mal kennenlernen. Man habt euch ja einen tollen Laden hier ausgesucht. Ja, danke schön. Lieb, klasse, dass Sie gekommen sind, dass wir das hier machen können. Ja, finde ich ja eine tolle Idee. Ja, ich hatte ja überlegt mit der Mama, dass vielleicht, wenn ich dich am besten kennenlernen kann, dass wir zusammen einfach shoppen gehen, oder? Okay. Ist ja immer das Beste eigentlich, oder? und zwar hat die Mama gesagt, du machst demnächst eine Feier bei dir. Ja, ich werde 11. Oh, wow. Und da brauchst du ein paar Dekosachen für. Mhm. Mhm. Und du gehst jetzt hier einfach mal shoppen und ich gucke ein bisschen zu. Sollen wir es so machen? Ja. Meine Mutter soll mir aber helfen. Helfen? Ja. Schau dich mal um. Komm, wir gehen erst mal gucken. Du kannst ja mal eine Runde drehen, so ein bisschen. Okay. Und die Mama und ich, wir quatschen so lange mal. Frau Müller macht sich Sorgen um ihre Tochter Lea, die in den letzten 4 Wochen eine wirkliche Zwangsstörung entwickelt hat. Und zwar muss sie alles in vierfacher Ausführung haben. Das wirkt sich besonders beim Einkaufen aus. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass wir uns einfach mal hier in so einem Laden treffen und ich Lea kennenlerne, einfach beim Shoppen und sie mal dabei ein bisschen beobachte. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Da bräuchte ich wirklich ihre Hilfe. Ja, finde ich ja spannend. Da müssen wir mal gucken, wie wir da, was wir da rauskriegen. Mama, ich habe was gefunden. Oh, super, echt? Schatz. Was hast du denn? Was hast du denn da? Oh, toll. Dann zeig mal. Schauen wir mal, wie viele Gäste haben wir denn? 6, ne? Ja, mit mir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind aber 8 Schälchen. Ja. Da können wir ja wieder was wegstellen. Ich bin aber vorbereitet. Plus mich sind es ja 7. Aber falls einer kaputt geht oder du ja mitessen möchtest. Na gut, Lea. Ausnahmsweise nehmen wir die 8. Okay? Okay. Ist ja deine Geburtstagsparty. Magst du noch ein bisschen schauen oder hast du noch was gefunden? Ich habe noch Kerzen gefunden. Kerzen? Na dann zeig mal. Sollen die auf den Tisch? Ja. 4. Hatte die Mama nicht gesagt, wir brauchen nur eine Geburtstagskerze? Aber Mama, bitte. Lea, komm. Schon. Eine. Komm, tu die anderen wieder weg. Nein, bitte. Nein. Bitte leg sie weg. Nein, ich möchte 4. Warum möchtest du 4? Ja, wir brauchen nur eine. Aber bitte. Ich möchte 4. Bitte nimm. Nein. Lea. Oh, das tut mir leid. Mama. Entschuldigung. Jetzt ist die Kerze kaputt. Das ist nicht schlimm. Was hast du gemacht, Mama? Aber ich wollte 4. Aber Lea, wir haben doch Mama, noch 3. Mama, aber ich möchte 4. Lea, Schatz. Nach der Auseinandersetzung mit ihrer Mutter war Lea dann erstmal beleidigt. Ich habe dann das Gespräch mit der Mutter nochmal gesucht. Und die Mutter hatte auch einen Verdacht, was es mit dieser Zahl 4 auf sich haben könnte. Und zwar gab es da wohl so eine 4er-Konstellation von Freundinnen bei Lea. Und die ist auseinandergebrochen aufgrund eines Streits, den es da wohl gegeben hat. Hätte theoretisch sein können, dass das die Erklärung ist. Und darüber wollte ich dann gern mit Lea mal ins Gespräch kommen. Ja, wir haben uns gezankt, aber eigentlich ist da nicht so wichtig. Weil die 2, als es um die Rollenverteilung ging, haben die voll gezickt und haben die anderen Röschen. Don Röschen? Im Theater G haben wir so eine Rollenverteilung von Don Röschen bekommen. Und sie haben die ganze Zeit, waren die ganze Zeit so doof und haben mich immer zurückgelassen und ausgeschlossen und das fand ich doof. Okay, und ich bin aber sehr froh, dass ich eine aber sehr gute Freundin habe. Also mit einer von denen bist du jetzt immer noch befreundet. Und diese gute Freundin heißt Leonie. Leonie, ach das passt ja super, ne? Lea und Leonie, super. Ach so, okay, also ist das jetzt nicht so ein Riesendrama, dass die anderen beiden Freundinnen nicht mehr so dazugehören? Nein, eigentlich nicht. Hat damit nichts zu tun? Nein. Nee, okay. Hättest du eigentlich Lust, dass wir ein Spiel machen? Okay. Ja? Aber so ein richtig anstrengendes Spiel? Mal ja. So kurz? Ja? Okay, ich habe mir nämlich was ausgedacht. Und zwar, hier gibt es ja so viele Sachen in dem Laden. Mhm. Ich hätte mal gerne, dass du so möglichst ohne nachzudenken jetzt mal hier so durch den Laden rast. Du hast ja eben schon ziemlich viel gesehen, was es hier so gibt. Ja. Und vielleicht fallen dir ja Sachen ein, irgendwas, was du holen kannst, was dir so ein richtig gutes Gefühl macht. Okay. Was dich an irgendwas total Schönes, Gutes erinnert. Okay. Und Sachen, so schnell wie es geht, zusammensammeln, die dir ein ganz schlechtes Gefühl machen. Okay. Die nicht gut sind. Und die Aufgabe ist, in 15 Sekunden von den Sachen, die ein gutes Gefühl machen und von den Sachen, die ein schlechtes Gefühl machen, so viel zusammenzusuchen, dass das ungefähr gleich schwer wird. Da machen wir so eine Art, pass mal auf, da bastel ich so eine Art Waage hier draus. Da nehmen wir hier so ein Eimerchen, wo die guten Sachen reinkommen und ein Eimerchen, wohin kommen wo die schlechten. Und wohin kommen die guten? Welche Farbe findest du besser?
die da. Blau ist eher für schlecht, rosa ist eher für gut. Für gut und die ist für schlecht. Ach, die ist für gut, die ist für schlecht. Okay, dann machen wir das doch einfach so. Sie sollte ganz schnell, möglichst direkt aus dem Bauch heraus Gegenstände aussuchen, ohne überhaupt den Kopf einzuschalten. Weil so kommt man am besten an so unbewusste Vorgänge heran. 6, 5, hab welche. 4, 3. Hey, du bist ja super, das ist ganz ja klasse. Schnell. So, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich gleich schwer ist. Pass auf, ich hole uns mal einen Stab. Und du erklärst uns, wir nehmen einfach jetzt mal den Besen, ob du das geschafft hast. Pass mal auf, jetzt gucken wir mal. Guck mal, wir basteln uns eine Waage. Ist das cool? Mhm. Was meinst du? Hey, Mann, das hast du super ausgesucht. Das wiegt wirklich, ich würde mal sagen, es wiegt gleich viel. Boah! Super, das ist sehr cool. Das war ganz schön schwer, ne? So, und jetzt gucken wir mal, was hast du denn da ausgesucht? Die Gegenstände, mit denen Lea dann ankam, waren tatsächlich ungewöhnlich. Klar, einmal Skelette, mit denen sie sich nicht wohlfühlte, konnte ich nachvollziehen. Aber das, womit sie sich wohlfühlte, was ihr ein gutes Gefühl gab, waren Pflaster. Da muss es ja irgendwie einen Auslöser für gegeben haben, irgendeine Situation. Da hatte ich zumindest mal einen Anhaltspunkt, um die Mutter zu fragen, woher kann diese Assoziation kommen? Was gab es da für eine Situation? Woran erinnert dich das denn mit Pflastern? Hast du da mal irgendwie, weißt du das? Nee. Nee? Nee? Okay. Das wir hatten nur Berufsverkehr in unserer Klasse. Berufsverkehrserziehung, meinst du? Ja. Echt? Ah. Und wie lange ist denn das ungefähr her, dass sie diese Verkehrserziehung hatte? So ungefähr einen Monat. Ungefähr einen Monat. Und seitdem ist das mit dem 4, dass sie da so auf die Zahl 4 fixiert ist. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, Lea, hat das da angefangen, ne? Aber wieso kann Pflaster oder Verbandszeug so eine fundamentale Bedeutung für die Lea haben? Woran erinnert sie das? Ich muss da mal überlegen, Lea. Gab es mal eine Verletzung? Gab es einen Unfall? Einen Fahrradunfall vor 6 Monaten. Sie hatten den Unfall? Ja. Okay, war die Lea dabei? Ja, die Lea war dabei. Ihr ist aber nichts passiert. Ich bin mit meinem Fahrrad in eine Bahnschiene geraten und schwer gestürzt. Oh. Und ich sah ziemlich übel aus, blau und grün. Oh. Aber sonst ist nicht viel weiter passiert, ne, Schatz? Okay. Ja. Ja, das war eigentlich ganz in Ordnung. Und Und ja, ich denke nach gerade. Ich hatte einen Taxifahrer. Hat dann uns ins Krankenhaus gebracht. Mensch, der das war aber eine schlimme Geschichte. Ja. Da musste die Mama ins Krankenhaus. So schlimm hat die sich wehgetan. Ja. Und du hast dich ganz doll erschrocken. Wie war denn das? Also ihr seid ja beide mit dem Fahrrad gefahren und dann ist die Mama hingeflogen. Ja. Aber der nette Taxifahrer, der hat uns dann ins Krankenhaus gebracht und der hat Mama dann die Telefonnummer. Genau, von ihm wir haben noch die. Weil er hat mir nämlich angeboten, mich dann aus dem Krankenhaus abzuholen und kostenlos nach Hause zu fahren, natürlich. Ja. Das war ganz schön schlimm alles, oder? Für dich, glaube ich. Ja. Und als ihr das dann in der Schule besprochen habt, was alles so passieren kann im Straßenverkehr, da hast du dich daran erinnert, an diese Situation. Wahrscheinlich schon. Frau Decker, ich wollte mich auch noch mal bei ihm bedanken. Vielleicht sollten wir uns noch mal da melden, Schatz. Mhm. Ja? Wäre das wichtig für dich, dass du mit dem Taxifahrer noch mal reden kannst, dass du dich bei dem bedankst? Ja. Schau dir mal die Telefonnummer von dem Taxifahrer. Was ist? Das ist die Telefonnummer vom Taxifahrer? Nee, ne? Doch. Ach. Das war mir auch nicht mehr klar, aber jetzt, wo ich das so sehe. Könnten wir den mal anrufen? Ich ruf ihn einfach mal an. Vielleicht kann er ja, vielleicht ist er in der Nähe. Ja, ich werde es ja machen. Okay. Okay, Lea, die Mama telefoniert mal kurz. Der Taxifahrer ist tatsächlich gerade in der Nähe und kommt direkt vorbei. Sabine Decker ist sich sicher, dass Heinz Paulsen der 10-jährigen Lea dabei helfen kann, ihre Zwangsstörung abzulegen. Der Therapeutin ist nämlich etwas Entscheidendes aufgefallen. Ich nehme an, dass das tatsächlich die Ursache ist für die Zwangsstörung. Ja. Das war ja für Sie, muss ja ein ganz schlimmes Erlebnis gewesen sein für die Kinder. Ja, Kleine. Es war auch ein schwerer Unfall, ja, Frau Müller. War das schlimm. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass das noch mal besprochen wird. Vielleicht hat sie das einfach verdrängt, diesen ganzen Schreck. Und dass es vielleicht wichtig ist. Ja. Hör mal, Lea, wirklich, also der Unfall, das kann immer passieren. Muss aber keine Angst haben. Also ich habe als Taxifahrer schon einige Unfälle miterlebt. Ganz wichtig ist, ich bin immer da. Okay. Du kannst mich jederzeit anrufen. Deine Mama hat ja meine Telefonnummer. Dankeschön, Herr Paulsen. Ja, und ich bin ja auch ganz lieb. Im Viertel immer unterwegs. Okay.
Und wenn irgendwas ist, also Kollegen helfen oder andere Menschen helfen auch immer. Ganz wichtig, dass man darüber redet. Mhm. Ne? Das hat mir geholfen bei Unfällen, dass ich mit lieben Menschen darüber reden kann. Also du musst dir echt keine Sorgen machen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ne? Dass wirklich, dass Sachen passieren und aber das ist dann bald auch wieder vergessen. Vielleicht kannst du ja auch die Gelegenheit nutzen, wo der Herr Pausen mal da ist jetzt, dass du dich einfach noch mal bedankst dafür, was er für euch getan hat. Das war ja ganz, ganz toll, ne? Dankeschön. Oh, gerne. Immer wieder, Lea. Gerne, gerne. Das ist doch alles so gut gegangen, ne, der Unfall. Und weißt du was? Der war ja sozusagen euer Retter, ne? Der Retter von der Mama. Der hat euch so toll geholfen. Und jetzt wollte ich dir noch was zeigen. Mir war es dann ganz wichtig, dass wir draußen vor die Tür gehen, das Taxi angucken und dass Lea sieht, woher diese 4 kommt, dass sie den Zusammenhang wiederherstellen kann. Das war die Nummer, die hat sie sich in dem Moment eingeprägt, als der Taxifahrer als Retter aufgetreten ist damals und ihrer Mutter geholfen hat. Jetzt guckst du dir das Taxi mal ganz genau an und dann sagst du mir mal, was dir auffällt an dem Taxi. Da steht ja 444. Da steht 444, dreimal die 4. Und ich bin mir ganz sicher, Lea, dass das was damit zu tun hat, dass damals diese ganz schlimme Situation, als die Mama verletzt war und als du so eine Angst hattest und dich so erschrocken hast, und dann kam der Herr Paulsen an und hat euch gerettet und euch geholfen. Und da hast du in dem Moment diese 4 gesehen. Und seitdem ist das für dich was ganz Tolles, diese 4. Und das gibt dir ganz viel Sicherheit und du denkst, du weißt es gar nicht mehr, aber du verbindest diese 4 damit, dass du in Sicherheit bist und dass alles gut wird. Aber ich glaube, wenn du das jetzt weißt und weißt, okay, es ist ja auch so alles in Ordnung, ich brauche ja gar nicht mehr von allem 4. Wir wissen jetzt, wo die 4 herkommt. Das gehört zum Herrn Paulsen und dem haben wir jetzt Danke gesagt. Die Mama ist wieder gesund. Eigentlich können wir die ganze doofe Geschichte mit dem Unfall jetzt vergessen. Was meinst du? Meinst du, das könnte sein? Ja? Das wäre so toll. Ach, komm mal her, Schatz. Komm mal her, lass dich mal drücken. Ich freue mich so. Nach dem Treffen mit der Therapeutin und dem hilfsbereiten Taxifahrer hat Lea ihr traumatisches Erlebnis endlich verarbeitet. Die 4 bleibt aber weiterhin ihre Glückszahl.